Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ist der Weihnachtsstern giftig? Muss man sich Gedanken machen, wenn man den zu Hause hat? Vor allem, wenn man Haustiere hat oder auch Kinder. Ja, und sind wir mal ehrlich, wie sieht euer Weihnachtsstern aus? Ich hatte euch meinen ja mal gezeigt in einem Video und bereits nach 4 Tagen oder 3 Tagen, nachdem ich ihn hatte, fing er schon an, ja, unschön zu werden und das ging weiter. Und es sind natürlich hier immer viele Blätter abgefallen, auch dieses gerade relativ frisch. Jeden Tag hat man eigentlich irgendwo Blätter auf der Fensterbank oder auch auf dem Fußboden liegen. Und ja, wie giftig sind diese Blätter jetzt? Wie giftig ist die Pflanze für Kinder und für Haustiere? Das möchte ich euch hier in dem Video einmal erklären. Der Weihnachtsstern gehört zu den Wolfsmilchgewächsen. Das bedeutet, wenn man jetzt die Pflanze zum Beispiel schneidet oder es auch etwas abbricht, dann tritt die Milch aus den Pflanzen aus. Das ist so eine Art Latex, kann man sagen. Ich zeige euch das einfach mal, weil bei der Pflanze ist es ohnehin egal. Ich schneide jetzt hier einfach mal was ab. Und genau darum geht es, um diesen Milchsaft, der dort austritt. Dieser führt, wenn ich ihn jetzt anfassen würde mit den Fingern, auf jeden Fall bei den meisten Menschen zu Hautreizungen. Und ja, wenn jetzt natürlich sowas runterfällt oder auch vereinzelt Blätter runterfallen und Haustiere, Vögel, Katzen, Hunde oder auch kleine Kinder diese aufnehmen, kann das tatsächlich zu Vergiftungserscheinungen führen. Zum einen beim Hautkontakt mit Hautreizung, es kann aber auch zur Übelkeit, zum Erbrechen kommen und anderen Symptomen. Wenn man das hat, ganz wichtig, das möchte ich sofort hier auch anmerken, sollte man natürlich auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen und nicht irgendwo selber was versuchen. Lieber einmal mehr zum Arzt, als, ja, anstatt nachher zu sagen, hätte ich man oder was wäre wenn. Mit dem wenn möchte man, glaube ich, nicht leben. Deshalb immer zum Arzt. Ja, aber wie dolle giftig ist jetzt tatsächlich die Pflanze? Wie hoch ist das Risiko, wenn ich mir so einen Weihnachtsstern halte? Man muss sagen, hier muss man so ein bisschen unterscheiden. Die Pflanzen, die im Handel erhältlich sind, die wir uns kaufen und dann nach Hause holen, das sind sogenannte Hybriden. Die sind weniger giftiger als die Wildform. Und von daher sind sie ja weniger bedenkenlos. Das heißt, man muss sich nicht ganz so viele Gedanken machen. Trotzdem sollte man aber aufpassen, wenn man schneidet, dass man hier mit dem Milchsaft nicht in Kontakt kommt. Und natürlich sollte man auch dafür oder darauf aufpassen, dass Haustiere nicht, wenn die Blätter runterfallen, diese essen. Haustiere haben einen ja, sehr viel kleineren Körper als wir, brauchen dahergehend auch eine etwas geringere Dosis von dem Milchsaft, um Vergiftungserscheinungen zu bekommen. Das muss nicht immer sein, dass das Tier davon stirbt, aber es könnte sich tatsächlich dadurch quälen oder auch Verkrampfungen kriegen. Schlimmstenfalls, das habe ich allerdings gelesen, auch nur Nierenversagen, was dann auch ab zum Tod führen kann. Also da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Vielleicht ist es besser, wenn man Haustiere hat, dass man dann auf, ja, auf den Weihnachtsstern verzichtet. Wir haben zwar auch einen Hund, ihr wisst es, wenn ihr meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, der geht allerdings an nichts, was pflanzlich ist, irgendwo dran. Außer am Garten, wenn er eine Pflanze nicht mag, dann pinkelt er oft dagegen und dann ist die irgendwann hin. Aber wenn so ein Blatt runterfällt, das interessiert den rein gar nicht. Trotzdem passen wir natürlich immer auf, dass gerade solche Gewächse wie der Weihnachtsstern, also Wolfsmilchgewächse, für den Hund nicht zugänglich sind, dass er nicht doch dran knabbern kann, weil man weiß nie, ob er es nicht doch irgendwann mal tun würde. Auch wenn wir uns da schon sehr sicher sind, aber man sollte bei einem Tier nie, nie sagen. Und deshalb gehören solche Pflanzen grundsätzlich nicht in die, ja, in die Pfoten von Tieren, sage ich mal, oder auch in die Hände von Kindern. Das sollte immer ferngehalten werden. Es sollte gewährleistet werden, dass wenn solche Blätter runterfallen, die dort nicht lange liegen bleiben und dann halt auch außer Reichweite von Kindern und Haustieren gebracht werden. Und wenn ihr selber die Pflanze irgendwo schneidet oder was abbrecht, wascht euch gut die Hände, wenn ihr mit dem Milchsaft in Kontakt geraten seid. Oder noch besser, wenn ihr die Pflanze schneiden wollt, warum auch immer, zieht euch dann in dem Fall am besten Handschuhe an. Von einem Weihnachtsstern ist natürlich die Gefahr etwas höher, weil er einfach dazu neigt, häufig seine Blätter zu verlieren. Das ist ein Problem, was eigentlich jeder von uns kennt, der schon mal einen Weihnachtsstern hatte. Die sind nicht immer in dem besten Zustand, schon wenn sie bei uns zu Hause ankommen. Und dann kommen häufig auch noch Pflegefehler hinzu. Ihr findet dazu zahlreiche Videos auf meinem YouTube-Kanal, da könnt ihr gerne mal nachschauen. Für mich ist es tatsächlich so, dass ich in Zukunft keine Weihnachtssterne mehr kaufen werde. Das wird dieses Jahr das letzte Mal sein. Ich habe es mir auch für das Video gekauft, um euch hier so ein bisschen was verdeutlichen zu können. Aber ich werde auf jeden Fall die nächsten Jahre immer auf Alternativen zurückgreifen und dann halt keinen Weihnachtsstern mehr haben.
Ja, das liegt allerdings nicht daran, dass es jetzt ein Wolfsmilchgewächs ist, weil er dadurch giftig ist. Das sind viele andere Pflanzen auch. Das sollte man sich auch im Klaren sein. Man sollte sich immer, über, wenn man eine Pflanze hat, auch darüber erkundigen, ob man die irgendwo hinstellt, wo Kinder oder Tiere nicht rankommen. Das ist ganz wichtig. Aber bei dem Weihnachtsstern, finde ich, ist die Gefahr sehr hoch, weil er halt einen relativ hohen Blattverlust auch hat und die Blätter so halt häufig halt auch auf dem Boden liegen und dementsprechend für Kinder und Tiere leicht zugänglich sind. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!